und schieße mal ein Render ab. So, jetzt habe ich hier vorne wunderbar meine schönen runden, runden Deckel hier und mein Gelenk ist auch wunderbar rund. So, und wer von euch kann mir jetzt sagen, ob hier hinten, bei dem Kollegen da hinten, ob denn hier wohl auch dieser Deckel wirklich so schön rund ist wie der hier vorne? Kann das irgendeiner erkennen? Da können wir sogar ein bisschen ranzoomen. Ja, und wir können es trotzdem nicht erkennen. So, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, denn bei diesem Kopiervorgang, den ich gerade gemacht habe, hat uns Maya diesen Renderman-Node natürlich nicht mitkopiert. Der ist hier hinten nicht drauf. Wenn ich hier mal draufklicke und frame das mal, dann sehe ich, dass das hier eckig ist. Und wenn ich es rendere, dann sehe ich, dass das super eckig ist. Das heißt, an dieser Stelle wird dieser Node nicht ausgeführt. Der ist nur hier vorne bei unserem Kollegen, hier bei dem. Da ist er drauf. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, könnt ihr jetzt so ungefähr an zwei Fingern abzählen. Denn ich kann ja diesem Node noch andere Attribute hinzufügen. Ich gehe jetzt einfach mal her und sage hier, müssen wir uns den über Attribute aufrufen. Nehmen uns den und sagen hier Attribute, Renderman, Manage. Und jetzt scrolle ich immer runter und jetzt kommt ein Ding ins Spiel, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich diese Shading Rate. Ich hatte euch vorhin gesagt, die Shading Rate ist ein Attribut, sollte im Hinterkopf behalten. Add. Und jetzt sehe ich hier unter meinen Attributen, dass ich hier eine Shading Rate habe. Das heißt, was jetzt hier innerhalb dieses Nodes rumtobt, dass nämlich diese Objekte sind, werden jetzt mit der Shading Rate 5 gerendert. Die setze ich einfach mal auf 1, weil ich will hier einen High Quality Render haben. Aber alle anderen werden mit der Shading Rate gerendert, die hier in den Render Globals eingetragen sind, und das wäre in diesem Moment die 10. Denn warum soll ich in meiner Szene diesen Mac da hinten, den man überhaupt nicht erkennen kann, vielleicht ist hier auch im Film hinterher nochmal so ein Gefechtsnebel oder sowas dazwischen, oder der ist sogar noch weiter weg. Warum soll ich hier hinten dieses Ding, was man eh kaum sehen kann, wo vielleicht dann auch noch ein Motion Blur drauf ist, in einer High-Qualität rendern, wenn man den gar nicht sehen kann? Ich muss doch nur das hochqualitativ rendern, was ich vorne hier in meinem Point of Interest habe und mehr nicht. Und das kann ich wunderbar über diese Shared Geometry Attributes verwalten. Weil ich kann hier alle möglichen Attribute drunter packen. Das sind nur längst nicht alle. Wir werden da noch ein paar mehr reinpacken und dann noch ein paar ganz lustige Sachen mitmachen. Aber das ist erstmal so der erste Anwendungsbereich für dieses Shared Geometry Attribute. Das ist eine super, super Geschichte. Okay. Da haben wir jetzt so ein bisschen was drüber erzählt. Da kann man auch ein bisschen mit rumspielen. Wir werden uns gleich nochmal ein ganz lustiges Gimmick angucken. Gleich im Anschluss hier dran. Dazu werde ich mal eine neue Szene öffnen. So, dann müssen wir nämlich ein bisschen rumspielen. Den machen wir uns weg. Alles klar. So, zum Abschluss des Videos wollen wir uns noch mit einem meiner Meinung nach der interessantesten Eigenschaften von Renderman beschäftigen, mit dem sogenannten CSG. Ja, CSG, nicht CSI. Was halt ist, kommen wir gleich drauf. Fangen wir einfach mal von hinten rum an, durch die Brust ins Auge. Jeder von euch hat sich sicherlich schon mal mit diesen Boolean-Operatoren hier oben beschäftigt, die wir hier unter Booleans finden. Und jedem ist auch schon heftig auf den Finger geklopft worden, dass er die Finger gefälligst davon lassen soll, denn das erzeugt ganz merkwürdige Geometrie. Und warum das so ist, schauen wir das mal eben kurz an. Nehmen wir mal eine Kugel, machen das hier ein bisschen größer und nehmen uns dazu mal noch ein Objekt, was wir da reinbügeln wollen, und zwar einen Würfel. So, jetzt fahren wir uns hier ein bisschen höher und shaden das Ganze mal. Der steckt jetzt also schön unser Würfel hier drin. Ich mache mal ein bisschen größer. Der steckt jetzt ziemlich genau in der Mitte. Das will ich aber nicht. Ich provoziere das extra mal. Ich schiebe den so ein bisschen aus der Mitte raus. So, jetzt kann man einfach hergehen, den anwählen. Mesh, Boolean, Difference. Dass es jetzt entstanden ist, sieht eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Aber wenn wir unsere Geometrie mal so ein bisschen betrachten, dann wird uns ganz anders. Denn wir haben hier Dreiecke, Vierecke und diese N-Gons hier und das hier. So eine Geometrie, die hier erzeugt worden ist, ja, die wird uns in Teufelsküche bringen. Denn hier haben wir nur große Faces und hier haben wir lauter kleine Edges, die da dranhängen. Also wir bekommen hier mordsmolly Probleme. Wenn also diese Kugel jetzt hier irgendwo in der Ecke unserer Szene rumliegt und sich nicht bewegt, ja, freeze, und wir rendern das Ding, dann sieht das ungefähr so aus und da könnte man mit leben. Ist zwar nicht schön, aber selten, und man könnte damit leben. Man darf nur nichts damit anfangen. Diese Kugel darf sich nicht bewegen. Man kann sie auch nicht mehr verändern. Wenn wir jetzt auf die Idee kommen würden, die richtige Taste zu drücken und versuchen uns jetzt auf diese Kugel hier mal unser Subdiv Scheme drauf zu packen und rendern das, sehen wir in Maya erstmal nichts, weil der kennt den Subdiv Scheme nicht, aber Renderman versucht natürlich jetzt hier raus zur Renderzeit ein Subdiv zu machen. Da kommt das hier bei raus und das sieht nun wirklich richtig scheiße aus. Denn diese Geometrie, die wir hier erzeugt haben, hier unten,
die tötet jedes Subdiff. Das ist nicht möglich, hieraus ein Subdiff zu bauen, das kann der Slenderman nicht. Das würde also dann so aussehen wie das hier. Schrecklich. Okay, aber was wäre Renderman, wenn er für dieses Problem nicht eine Lösung hätte? Wir machen das Ganze mal. Ach, ich lösche es am besten einfach mal. Wir machen das neu. Ich nehme hier nochmal die Kugel. Ah, ist 4 und machen uns die ein bisschen größer. Wir packen denselben Aufbau. Bauen uns nochmal einen Cube. Und ziehen uns dann auch nach oben. Und ich ziehe den auch so ein bisschen hier raus. Genau wie gerade eben auch. Gut, jetzt gehen wir her. Machen ein bisschen größer. Rufen uns mal diesen Attribut-Editor auf für das Objekt. Und wir haben hier unseren, eigentlich standardmäßig sind wir auf dem Shape-Node hier. Aber dieses Attribut, was ich jetzt möchte, gibt es nur unter dem Transform-Node. Der hier. Attributes, Renderman, und der schlägt uns hier CSG Solid Type vor. Constructive Solid Geometry. Konstruktive, solide Geometrie. Hört sich an wie Finanzamt. Ich klicke mal drauf und wir bekommen hier unter Extra Renderman Attributes hier unten unseren CSG Solid Type und der ist standardmäßig erstmal auf dieses Primitive eingestellt und das soll er auch. Nehmen wir uns den zweiten dabei, machen dasselbe Spielchen nochmal auf dem Shape Node, Attributes, Renderman, CSG Solid Type und bitte auch Primitive. Wunderbar. Wenn wir das Ganze jetzt rendern, dann sehen wir, nix. Ja, er sieht genauso aus wie vorher, da steckt ein Würfel unserer Kugel. Super gut. Weil uns fehlt ja noch irgendwo das Ding, was jetzt sagt, was da passieren soll. Und darum gehen wir her und werden diese beiden Objekte zusammengruppieren. Edit. Group. Diese beiden haben jetzt einen Group Node, einen übergeordneten Group Node. Also wenn ich mit der Pfeil nach oben Taste drücke, komme ich hier irgendwann oben auf den Group Node. Und der hat ja auch nur einen Transform Node. Der hat keinen Shape Node, diese Gruppe. Attributes, Renderman, CSG Solid Type. Da ist er. Aber hier können wir jetzt auswählen, was passieren soll. Und wir nehmen mal den Difference. Und wenn wir das Ganze jetzt mal rendern, na, ich klicke mal ein bisschen rüber, dann sieht das Ganze so aus. Voilà. Wir sehen jetzt hier schon sehr, sehr scharfe Kanten hier. Das war gerade eben ja auch schon so weit okay, aber noch ein bisschen die Facettierung von den Polygonen. Und jetzt gehe ich wirklich her und sage die Kugel, Attributes, Renderman, Subdiff Scheme, weg du, und wir rendern das nochmal. Und wir haben hier absolut saubere Kanten über dem Laser gezogen. Versucht mal sowas zu modellieren. Das solltet ihr nicht hinkriegen. Das hier ist eines der genialsten Attribute oder Möglichkeiten, die Renderman bietet. Finde ich. Da kann man die tollsten Sachen mitmachen. Wie das Ganze im Einzelnen funktioniert, schauen wir uns gleich an. Gucken uns davor noch ein paar andere Sachen an, die wir hier verbiegen können und die richtig Spaß machen. Denn wir können jetzt auch hergehen und können hier mit Shadern arbeiten. Das heißt, ich baue jetzt mal so einen Lambert Shader. Däuse. Und ich nehme jetzt hier mal so einen, ja, so einen schönen Orangestrom. Ja. Ach, hier stehe ich völlig Kopf drauf. Unser Würfel wird jetzt hier orange. Und dann machen wir jetzt noch einen für die Kugel, so ein knalliges Blau. Und das schieben wir mal auf die Kugel. Und wenn wir das Ganze jetzt rendern, dann sehen wir hier, dass sogar die Shader mit übernommen werden. Und das ist immer ein Kracher. Ich kann ja auch mit den Shadern arbeiten. Das heißt, da wo ein Intersection ist, da ist auch der Shader. Aber der absolute Oberknaller an der ganzen Geschichte ist, dass ich diesen Fade hier animieren kann. Das heißt, ich kann diesen Würfel hier drin animieren. Das habe ich auch schon mal getan, ausgerendert, damit war das hier nicht so lange dauert, habe ich das schon mal gemacht. Hier ist so ein 24-Frame-Render und wenn ich das mal laufen lasse, sieht das so aus. So, und dann geht man her und versucht mal sowas zu animieren, sowas in der Geometrie zu bauen, mit denen ich hinkriegen. Bevor wir jetzt ein bisschen ins Eingemachte gehen, wie das alles zusammen funktioniert und wie die Dinge zusammenarbeiten, werden wir uns nochmal die Frage stellen, wie sieht das denn aus, wenn ich hier mehrere Objekte hätte, die hier interagieren sollen. So, kein Problem. Ctrl D, ich kopiere mal einen Würfel, ziehe mir den mal ein bisschen runter, wupp, so, und rendere das Ganze mal, und siehe da, da fehlt auch eine Ecke. Ein bisschen weit weg, wir gehen ein bisschen näher ran, so, und sehen tatsächlich, hier ist die Ecke raus, und hier ist auch eine Ecke raus. Der Aufbau, wie das Ganze funktioniert, das sieht man am besten hier in dem im Outliner. Wir sehen unsere Gruppe hier unten, da sind unsere Objekte drin. Die Gruppe ist grundsätzlich dafür verantwortlich, was überhaupt mit der ganzen Sache passiert. Das heißt, dieser Group Node, die haben wir ja gerade gesehen, der hat ja hier dieses Difference stehen. Das heißt, er legt fest, der Group Node legt fest, was mit wem passiert. Die darunter liegenden Objekte, die in der Gruppe sind, dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass die allererste, die hier oben steht, das ist das Objekt, mit dem irgendetwas gemacht wird. Die alle anderen, die darunter liegen, machen irgendwas mit dem. Und unser Difference heißt jetzt anderes, zieh alles, was jetzt hier unter dem Sphere 2, unter dem hier liegt, zieh alles von dem ab.
Also diese Reihenfolge innerhalb der Gruppe ist total wichtig. Das Objekt, was oben steht, das ist das Objekt, mit dem